Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Harvest Moon Deine Tierparate Let's Plays. Ich bin Ritalin, ihr schaut wie der Game Soyu und wir gucken, dass wir irgendwoher ein Entenei organisieren können. Link ist da ja noch nicht so bewandert drin und ich glaube auch nicht, dass das Huhn das irgendwie schafft, ein Entenei zu produzieren. Deshalb gehen wir mal gucken, ob wir es nicht einfach so kaufen können im Laden. Ich weiß, es ist ein bisschen wie Cheaten, aber für die Wissenschaft sei es erlaubt. Sage ich jetzt einfach mal. Ich erlaube es mir einfach selbst. Also von daher. Wen stört, der macht die Augen zu. Ich habe im Moment so ein bisschen das Gefühl, dass das Farmleben irgendwie zu kurz kommt. Bei diesem ganzen Glockending. Andererseits ist es aber auch so, dass ich gern wüsste, ob mir der Aufwand überhaupt etwas bringt für die Farm. Sprich, wenn die Glocke jetzt aktiviert ist, was sich dabei dann ändern würde. Alles Fragen, die mich interessieren. Aber im Moment haben wir auch noch nicht so viel zu tun. Also ich meine, ab und zu mal was kaufen und dann schauen, dass wir unser Repertoire erweitert. Vielleicht mal auch Gegenstände dann organisieren, damit wir da in Zukunft bessere Sachen produzieren können aus den Rohstoffen, die die Tiere zum Beispiel erwirtschaften. Das sind so Sachen, da muss man mal drüber nachdenken. Vor allen Dingen brauchen wir irgendwann demnächst auch so ein Molkerei-Ding, dass wir da die dementsprechend von ihrer Milch befreien können. Melkmaschine kostet sogar ein bisschen was. Das sind Werkzeuge, ja, das ist ja gut. Und Tierhaltung. Seidengarn, Tipps fürs Rennen. Ach, es gibt überhaupt gar. Es gibt nur Hühnereier oder was? Ich hab gedacht, es gibt doch Enten. Gucken mal, ob man rein theoretisch auch eine Ente kaufen könnte. Küken? Entenküken, hier. Hatten wir es doch. 800 kostet sogar nur. So. Dann gehen wir mal mit dem Ei bewaffnet zurück. Und ansonsten, wenn das nicht klappen sollte, dann investieren wir alles, was wir können, so in die Farm und vielleicht auch ein bisschen was in die Mine, dass wir uns da Zeug organisieren, um Kohle ranzuschaffen, damit wir auch noch Enten haben können. Das wäre so dann mein Plan. Dann würden wir das erstmal ein klein wenig links liegen lassen mit der Glocke. Gucken, dass wir hier erstmal vorankommen. Wir haben hier doch schon einiges erledigt, muss ich sagen. Na? Frage ist halt auch, wie kriegen wir dort das Ei dann runtergepurzelt? Und gibt es da irgendwie einen Triggerpunkt oder so? Von dem aus man dann erst diese Aktion letztendlich starten könnte. Das ist sowas, was mich auch noch interessiert. Weiter. Gehen wir hier aber vorher nochmal am Strand dann vorbei, würde ich behaupten wollen. Hat einen ganz einfachen Grund, weil ich habe ja auch noch so eine Muschel gesehen. Herrgott, ich hätte nach einem Vorratsschrank gucken sollen. Depp. So, rosa Muschel. Immerhin haben wir eine Muschel gefunden. Wahrscheinlich ist das Schritt für Schritt. Wir starten mit dem Ei. Lass es runterkullern.
Und dann müssen wir das dann von dort, wo es landet, quasi weiter bewegen oder sowas. Das ist meine Theorie. Oder müssen wir da oben einen Huhn absetzen? Oder eine Ente? Kann das sein? Essen würde ich es jetzt nicht. Vielleicht müssen wir ja auch einfach eine Ente oben drauf absetzen. Das hat auf jeden Fall hier was mit zu tun. Das gibt's doch gar nicht. So, egal. Sache hat sich erstmal gegessen. Wie gesagt, wir gucken jetzt erstmal, dass wir ein bisschen Kohle ran schaffen und die Farm zum Laufen zu bekommen. Ist auch schon 17 Uhr. Sollen wir vielleicht mal pennen gehen, damit wir morgens auch zeitig aufstehen können. Was ein verrückter Kram. So. Weiter geht's. Ich will aber allerdings auch nicht irgendwie einen Huhn da mitschleppen. Am Ende verliere ich das Huhn noch oder so. Was ist jetzt los? Achso, wir sind einfach reingegangen. Oder? Was ist? Hey, was ist los? Ist schon spät, Mann. Warum? Wieso soll ich... Oh Mann, warum soll ich denn jetzt mitkommen? Ja. Was freust du dich da, ey? Wieso? Och, den Geburtstag wollen sie feiern. Okay, feiern wir halt Geburtstag. Oh, mit Kuchen sogar. Das ist ja geil. Hallo Leute, und Geschenke gibt's auch, Mann. Wie geil. Danke. Ihr seid die besten Leute. Ja, klar, und wie? Kennen uns doch noch gar nicht so gut. Sehr gut. Danke. Danke. Auch dir danke ich. Okay. Was denn? Ein Geschenk, okay. Von allen? Wie? Toll, Schafskäse. Das ist ein billiges Geschenk, Leute. Schafskäse kann ich im Ende irgendwann noch selber machen, ey. Wie wär's mal mit Schulden erlassen oder sowas? Kollege. Ich verstehe auch noch gar nicht so, was das wirkliche Ziel ist. Ob das Ziel jetzt letztendlich ist, die Erntegöttin wieder hinzubekommen. Die Farm auszubauen, die 5000 Schulden abzuzahlen. Was ist das Ziel? Ich habe keine Ahnung. Immerhin 820. Du. Na weh, wenn wir nicht um 6 Uhr aufgestanden sind, weil wir jetzt bis 23 Uhr Party machen mussten. Was geht ab? Verpennt oder was? Hä? Jemand an der Tür? Warum? Was machst du denn schon wieder hier? Ja, eventuell.
Wie anbauen? Ich baue doch schon an. Was meinst du? Ja, ist doch klar. Okay. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Und was willst du mir jetzt damit sagen? Ja, klar. Habe ich verstanden. Womit erzählst du mir jetzt erst? Okay. Vor allem war der schon im Haus drin. Das finde ich ein bisschen seltsam. Ich hätte mal wieder Post. So, erstmal hier Hühner und so. Dann müssen wir uns drum kümmern. Oh, nicht traurig sein, Ding. Kurz los. Braves Huhn. Lass dir schmecken, Kollege. Ich habe befürchtet, wenn ich alles voll machen würde mit Futter, dass es dann verschwindet und quasi drei verschwendete Einheiten wären. Falls mir jemand folgen kann bei dem Gedanken. Die Eutina. Na komm. Alles halb so schlimm hier. Komm, bürste jetzt auch nochmal eine. Oh, saubere Eutina. Guck. Stehst eh immer nur rum. Hier kriegst du noch was zu essen. Hoffentlich schmeckt's hier. Heute müssen wir gießen, nehme ich mal an. Ist der fertig? Tatsache, Kohle ist durch. Die sind schon grün zumindest. Ernten wir einfach mal alles, was wir ernten können. Oh, alles voll. Okay. Dann müssen wir alles abgeben, was wir so können. Ja, Fisch geben wir auch ab. Geben wir ab. Okay. Geil, auch wenn wir das erst gekauft haben. Sei es drum. Normale Kohl jeweils. Vielleicht können wir da nochmal Saatgut kaufen. So, das haben wir. Machen wir mal das hier. Gucken, was passiert. Da kommt die Eutina. Und der Link kommt auch. Na? Was ist der Party, ja? Wo ist der Link? Ach, der macht da hinten rum. Okay, verstehe. Schatten oder was ist das? Und das eine sieht dunkler aus, ne? Müssen wir kurz gucken, was haben wir denn hier an Feldern jetzt? Hier könnten wir nochmal 1, 2, 3, 6, 7, 8 und noch einen Haufen Gras. Ich denke, das wird so eine Art Schatten sein oder so. Ich hoffe, die kann ich da alleine lassen, ey. Nicht, dass wir noch einen Wachhund brauchen oder so, der aufpasst, dass da keine Wölfe oder sowas vorbeikommen. Das wär's ja.
Müssen da eh noch eine Stunde dann warten. Ich würde nämlich fast sagen, dann gehen wir halt mal. Gehen wir in den Wald? Jetzt habe ich kurz drüber nachgedacht und ich bin mir nicht mehr sicher, ob das eine gute Idee wäre. Vielleicht machen wir erst einmal die Arbeit im Garten und gucken dann, was wir im Wald machen. Oder in der Mine. In der Mine wäre vielleicht auch... Ja, aber wir haben noch kein Feuer. In der Mine bringt uns in dem Sinne noch gar nichts, weil wir das Zeug noch nicht wirklich lagern können. Und verarbeiten können wir es ja auch nicht. Aber andererseits, Holz können wir halt verwenden. Ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen in den Wald. Oder? Nee, erst gehen wir mal hier. Das ist ja nicht so lange. Eine halbe Stunde, die halten wir aus. So. Genau. Zack, zack, zack. Was gibt es hier noch so Spannendes? Surfen wir einfach ganz frech nebenbei im Internet. Und lenke euch ab, indem ich hier im Kreis laufe. Ich weiß, es ist gemein. So, es ist aber 8 Uhr. Zack. Warte mal, wie viel waren das? 6, 7, 8? Oh, wir sind im falschen Haus rein, scheiße. Oh. Böses Internet, böses Internet. Kann ich dazu nur sagen. Die Marimba-Farm, sehr gut. Na komm, was hast du denn anzubieten nochmal hier? Das ist die Ernte, das sind Rezepte. Das bringt mir aber nichts, das ist alles schweineteuer, ey. Warte mal, halt hier, nichts da, das will ich doch gar nicht kaufen. So, da könnten wir bis zum 23. Rüben, weiß ich nicht. Wächst nur einmal. Gras, davon kaufen wir mal einen Haufen. Kaufen wir mal für 200 Gras. Ja. Dann kaufen wir Tulpen-Kopfsalat. Das hört schon gut an. Davon kaufen wir auch mal was. Und zwar 5, 6, 6, 7. 8. Ja. Was bringen Tulpen denn? Rosa Blumen. Kaufen wir davon auch mal so 6 Stück noch. Erdbeeren haben wir genug davon eigentlich, obwohl eigentlich können wir noch eine Erdbeere holen. 6 bis 10 Tage. Kaufen noch eine Erdbeere. Nochmal so 9 Kohl und dann sind wir aber auch schon durch, würde ich sagen. Also viel mehr brauchen wir da nicht. Und dann gucken wir, wie wir das jetzt am besten organisieren. So. Nicht, dass jetzt die Link und Co. weggeflogen sind. 50 km/h immerhin, da muss Link nochmal kurz die Flügel ausbreiten und Eutina mit den Ohren schlackern und schon ist hier ja, große Flugparade angesagt. Anders ist es am Ende nicht. Wäre sehr, sehr schade, hoffe aber wiederum auch, dass wir bald endlich mal Richtung Selbstversorger unterwegs sein können. Ich will genug Tierfutter anpflanzen können und so weiter und so fort, dass wir da uns dahingehend absichern, dass wir da nicht mehr extern kaufen müssen. Das Problem ist, wir werden wahrscheinlich für immer vom Saatgut abhängig bleiben. Ist aber, denke ich, auch so eine Ökonomie-Sache. Dass ein bisschen Geldabfluss da ist. Genauso wie, dass Tiere durch magische Päckchen schwanger werden. Statt vom Zuchtbullen. So.
Hier ist unser Feld. Das ist schon mal gut. Und da dies hier unser Feld ist, machen wir jetzt folgendes. Grassaat, genau. Erstmal so. Wie viel Gras haben wir denn jetzt noch? 9. Da haben wir reingemacht. Hacke. Doch, doch, das will ich doch. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Oh, oh, ich habe ein Grassaat zu viel gekauft, aber auch egal, denke ich. So. Oh, ich hätte die ganze Sache auch noch gießen sollen. Machen wir jetzt gleich auch noch. So, jetzt ist es nämlich auch schön symmetrisch, das Ganze. Ist etwas, das ich als sehr wichtig empfinde. Sache ist die, ich gehe aber auch davon aus, dass man hier das mittlerweile doch auch sehr gut mit sensen könnte, oder nicht? Halt, Moment. Wo sind unsere Tiere? Sind die da reingegangen? Erstmal gucken. Sicher ist sicher. Hallo? Hier ist kein Tier. Hm. Das wäre blöd. Wir läuten einfach nochmal. Also, das wäre mir jetzt ein bisschen peinlich. Ah, da ist er. Die Eutina. Gehen sie wieder rein. Mann, das sind echt brave Tiere. Zumindest Eutina, was mit Link, der auch, okay. So, dann haben wir das schon mal geklärt. Hier nehmen wir Tulpensamen. Wo ist es? Hier, zack. Dann nehmen wir Kohlsalat. Können wir eigentlich auch mal so ein Käse futtern dann? Haben wir das Ganze geklärt. Hier machen wir noch eine Erdbeere hin. Ja. So. Hier den Kram noch weg. Jetzt packen wir die Gießkanne aus. Genau. So. Oh, ich habe schon gedacht, da fallen ein bisschen die Blätter ab, wenn man drauf rumlatscht. Scheint aber nur von der Animation her so zu sein, dass sie sich zur Seite wiegen. So, dann hier auch noch. Ebenfalls. Wir müssen ja alles gießen. Was eine ganz anstrengende Sache ist. Vielleicht sollten wir auch lieber warten, bis es das nächste Mal regnet, bevor wir in den Wald gehen. Bin ich mir gerade nicht so sicher. Aber wir haben fast unendlich Wasser, würde ich behaupten. So. Frag mich, ob man da auch mehr als die eine Fee bekommen kann. Und ob das andere Vorteile bringen könnte. So, dann gehen wir mal hier hoch. So. Passt mir alles ganz gut. Oh, leer. So viel zum Thema unendlich Wasser.
Ja, ich glaube fast, dass wir da morgen die Sache angehen. So, was haben wir denn da? Können wir das essen? Was bringt uns das, wenn wir das futtern? Ganz klein wenig Energie. Das ist doch schon mal ganz nett. Sicher. So. Wenn wir das Gras hier mal mähen. Ich vermute, dass das direkt unseren Nahrungsmittelvorräten zugeschrieben wird. Weil Steine und sowas scheint hier auch direkt in den Steine-Counter zu wechseln. Na, vielleicht sollten wir doch noch den Käse essen oder irgendwas anderes. Haben wir noch irgendwas? Nur noch den Käse. Essen wir den mal. Gucken, wie viel Energie der bringt. Auch nicht so viel. Und mal halt. Jetzt müssen wir die Sichel wieder wählen. Genau. Bin mal gespannt, wie viel so Erdbeeren einbringen, wenn man die erntet. So, jetzt sind wir aber auch schon durch für heute, würde ich sagen. Und würde ich mal sagen, machen wir die Folge heute ein bisschen kürzer. Können wir gerade speichern. Ich bedanke mich auf jeden Fall wie immer fürs Zusehen. Und ja, sag ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.